Dieses Video ist vielleicht eines meiner allerwichtigsten Videos überhaupt. Es geht um eine Energievorhersage für den Juli 2022. Und der Juli wird ein extremes und turbulentes und gewalttätiges zweites Halbjahr 2022 einläuten und wird das, was wir bisher erlebt haben im ersten Halbjahr mit dem Kriegsausbruch, aber auch diesen extremen Transformationen, in denen wir uns alle gerade befinden, noch um einiges toppen. Es hat eine extreme Sprengkraft. Einer dieser ganz wichtigen Höhepunkte findet jetzt am 31. Juli, 1. August statt. Vielleicht hast du mein letztes Live gesehen vom Sonntag, wo ich über einen besonderen Event gesprochen habe. Ein Event, der jetzt gerade stattfindet, wo 6 Planeten ihre ganze Energie, ihr ganzes Licht in das Tierkreiszeichen Skorpion senden. Und das ist außergewöhnlich, absolut rar und spricht von einer ganz besonderen Energie, die sich jetzt hier auf der Erde manifestiert. Es ist ein bisschen die Energie wie von einem Heiligen, von höheren Dimensionen, dieses Licht, das sich jetzt hier auf der Erde verankert. Und es ist im Grunde der Auftakt für eine vollkommene Transformation, die wir jetzt auch in der Materie erleben. Wir haben so viele Jahre davon gesprochen, von Bewusstsein, Erwachen und von einer neuen Welt, in die wir gehen wollen. Jetzt geht es wirklich um die Materie, um die Veränderung und das wühlt viel auf. Und genau das erleben wir im nächsten halben Jahr auf intensivste Weise. Wir haben jetzt noch eine besondere Zeit. Bis Mitte Juli haben wir eine magische Zeit, eine Zeit, wo du sehr leicht manifestieren kannst, wo du die Dinge in neue Bahnen lenken kannst. Und das ist so, so wichtig. Ich spreche auch oft in meinen anderen Videos davon, dass wir in eine Realitätsspaltung gehen und deine Frequenz bestimmt, in welcher Erde du dich wiederfindest. Und es ist so wichtig, dass wir in uns selbst aufräumen, unser Glaubenssystem anschauen, an welche Dinge glaube ich noch. Wir erschaffen uns unsere Realität. Ich spreche immer wieder davon. Und jetzt haben wir bis Mitte Juli eine besondere Phase, wo es wichtig ist, neue Intentionen zu setzen, vielleicht neue positive Projekte zu beginnen. Ganz, ganz wichtig. Wir haben eine einzigartige Konstellation, die das jetzt möglich macht. Und zwar befinden sich fast jeder unserer wichtigen Planeten, die für unser Bewusstsein sprechen, in ihrem eigenen Haus. Und das ist auch etwas Außergewöhnliches. Wir gehen in extreme Zeiten, aber haben jetzt außergewöhnliche positive Unterstützung für diese große Transformation. Saturn befindet sich in Wassermann. Und übrigens, ich spreche von der vedischen Astrologie. Die ist anders als die westliche Astrologie. Vergleicht das nicht, das ist wie Äpfel und Birnen zu vergleichen. Das sind ganz andere Systeme. Wenn euch das interessiert, ich habe vor kurzem einen kostenlosen Online-Workshop gegeben. Den Link setze ich hier unter dem Video, dann kannst du dir den gerne anschauen, wenn du damit in Resonanz gehst. Die vedische Astrologie orientiert sich an der aktuellen astronomischen Position unserer Sterne und ich spüre, dass ich damit so viel stärker in Resonanz gehe als mit der westlichen Astrologie. Aber schau, wie das für dich ist. Also, wir haben jetzt diese ganz besondere Energie, dass fast jeder der Planeten in seinem eigenen Herrscherhaus steht. Und das ist besonders. Wir haben Saturn im Wassermann. Wir haben Jupiter in den Fischen. Wir haben jetzt Widder im Mars im Widder. Wir haben die Venus im Stier und wir haben Merkur in den Zwillingen. Und das ist absolut außergewöhnlich. Und das bedeutet, wenn jeder Planet, der eine bestimmte Energie und eine bestimmte Frequenz hat, in seinem eigenen Zuhause ist, ist er besonders stark, ist er besonders kraftvoll und bringt all seine positive Ausstrahlung in die Welt hinein. Und deswegen ist das jetzt so wichtig. Wir können absolut schnell
jetzt manifestieren, Dinge verändern, Dinge korrigieren, die wichtig für uns sind. Mit Saturn im Wassermann bedeutet das, er gibt uns jetzt diese Masse, diese Saturn steht für die Kraft und für die Erde. Er bringt diese Kraft mit hinein, dass wir es wirklich in der Erde manifestieren können, neue Dinge in unserem Leben erschaffen können. Dann haben wir Jupiter, der absolute Glücksplanet, der Optimismus und Positivität zum Ausdruck gibt, der jetzt in seinem eigenen Zeichen Fische ist und dort besonders lichtvoll und kraftvoll und sozusagen seine gute Schirmherrschaft auf die kommende Zeit sendet. Dann haben wir Mars. Mars, der sich im Widder befindet, das ist auch sein Herrscherhaus und das bedeutet, dort ist Mars besonders aktiv und kann auch mit seiner Aktion, mit seiner Energie der Handlung und der Aktion ganz viel in die Wege leiten. Mars wird oftmals sehr, sehr negativ nur gesehen. Es ist auch der Kriegsplanet und es geht um Gewalt, um Aggressionen oftmals mit Mars. Aber Mars hat sehr, sehr viele positive Aspekte. Es ist die Energie, die Berge versetzen kann. Und ich glaube, genau das brauchen wir jetzt. Dann haben wir Venus im Stier. Sie spricht auch von Liebe, sie spricht von Schönheit, sie spricht von dem, das Leben zu genießen, es wertzuschätzen, was auch so, so wichtig ist. Und dankbar zu sein, Dankbarkeit zu entwickeln. All das ist jetzt extrem wichtig. Bis Mitte Juli haben wir hier diese Unterstützung der Planeten und wir haben Merkur in den Zwillingen. Und Merkur ist, da geht es um Kommunikation, um Verbindung, um, dass wir die Dinge in die Wege leiten, indem wir uns über eine positive Kommunikation Dinge in die Veränderung bringen. Eine ganz, ganz starke Konstellation, die wir jetzt haben und Kinder, die jetzt geboren werden, die werden sozusagen wirklich unter einem ganz besonderen Stern geboren. Also wunderbare Zeit für alle neue Projekte und mein neuer vedischer Astrologiekurs fängt am 7.7. an und ich habe dieses Datum damals vor Monaten schon gewählt aufgrund der numerologischen Bedeutung, wusste aber nicht, wie genau die Sternenkonstellation ist, dass das jetzt genau in diese Zeit fällt und da ist noch etwas ganz, ganz Besonderes dabei, aber davon spreche ich später noch in diesem Video. Also wir haben diesen Monat zweigeteilt. Die erste Hälfte des Monats, da haben wir die absolute Unterstützung von einer ganz, ganz großen Menge von Planeten, die für unser Erleben wichtig sind. Und diese Planeten sind nicht etwas, was da draußen passiert. Wir tragen diese Energien in uns. Dieses Außen, was wir oftmals so getrennt von uns erleben, ist im Grunde ein Spiegel. Und das ist so schön in der Astrologie, dass wir erkennen können, durch welche Phasen wir gehen. Aber was wir daraus machen, das entscheiden wir immer selbst. Und das ist wirklich etwas Wichtiges, was ich mit euch teilen möchte, weil das nächste halbe Jahr wird extrem werden, wird gewalttätig werden. Wir werden eine Revolution erleben. Aber wie du diese Dinge erlebst, hängt vor allem darauf an, wie du dich ausrichtest. Und wenn du verstehst, dass die Dinge im Außen niemals auf dich eine negative Auswirkung haben, wenn du dich nicht damit einverstanden erklärst, über dein Glaubenssystem, über das, was du glaubst, was für dich wahr ist. Wenn du das glaubst, was die Medien dir erzählen oder andere Menschen und in sehr, sehr negative Verhaftungen kommst, dann wird es wirklich schwierig, das nächste halbe Jahr. Und ich spreche so oft davon, unser Glaubenssystem ist so, so wichtig, dass wir erkennen, an was wir glauben. Und das können wir alle aufdröseln und verändern. Also, das ist jetzt wichtig. Was kommt jetzt ab Mitte Juli auf uns zu? Saturn ist bereits rückläufig seit Mitte Juni ungefähr. Aber jetzt geht er zurück in den Steinbock. Er war bisher im Wassermann. Mitte Juli geht er zurück in den Steinbock. Und wenn ein Planet rückläufig ist, dann bedeutet das immer, er sagt, hallo, Achtung, da ist noch was nicht wirklich im Flow.
Und es bedeutet, dass wir, und der Steinbock steht für unser System, für unsere Regierungen, für unsere Politik, für unser Wirtschaftssystem, dass wir dort Dinge korrigieren müssen. Und das wissen wir alle, dass wir dort noch nicht fertig sind. Und wenn wir in eine neue Zeit hineingehen wollen, dann müssen wir schauen, wo sind Fehler gemacht worden, wo bringen wir uns selber nicht mehr ein, wo überlassen wir alles einer Regierung und agieren nicht mehr selber. Wir müssen wieder beginnen, und das ist auch wirklich mit dieser neuen Energie und neuen Zeit hat es zu tun, dass wir selbst Verantwortung für unser Leben übernehmen, dass wir selbst, wenn wir im Wald gehen und dort liegt Plastik auf dem Boden, die Dinge auch verändern, dass wir selbst für ein schönes Zuhause gucken, dass wir selbst vielleicht einen Baum pflanzen, dass wir selbst unsere Beziehungen verändern. Das ist so, so wichtig, und es hört sich manchmal an, als wären es Kleinigkeiten. Das sind es nicht. Das sind große, wichtige Dinge. Und auch so gilt es, dass wir uns vielleicht mehr einbringen in der Gemeinde oder in anderen Bereichen, wo es um positive Veränderungen geht. In der Bereich Wirtschaft oder auch Agrarkultur, wo es darum geht, aus diesen Massenproduktionen herauszukommen und wieder vielleicht einen eigenen kleinen Garten sich anzupflanzen. All dort sind wir gefordert, unseren Einsatz zu bringen. Und Saturn sagt, schaut her, hier müssen wir in die Korrektur gehen. Aber nicht nur das, sondern wir haben Mars, der jetzt in sein eigenes Zeichen Widder geht, und das macht ihn extrem kraftvoll. Und ich komme gleich noch auf einen ganz besonderen Event zu sprechen, der Ende Juli stattfindet. Und ich habe dazu auch schon ein eigenes Video gemacht, das ich dir gerne oben verlinke. Ein ganz besonderer Event, der die ganzen Dinge in der Extreme zeigen wird. Wir haben übrigens Saturn und Jupiter. Wir haben ja Saturn jetzt im Steinbock. Er geht jetzt in den Steinbock und Jupiter in den Fischen. Das letzte Mal, und astrologisch schauen wir oftmals, wann war das letzte Mal diese Konstellation, was ist damals passiert? Und das war 1963, als die Ermordung von Kennedy geschehen ist. Und damals hat es eine große Revolte, einen großen Bürgerkrieg in der Bevölkerung ausgelöst. Und ich glaube sogar zu Recht. Und ich glaube, wir müssen sogar dort nochmal ansetzen, weil wir oftmals ja auch der Meinung sind, unsere Regierungen stehen immer nur hinter uns. Ich glaube, da müssen wir wirklich ganz viel Licht hineinbringen und das System grundlegend verändern. Aber das nur so ganz, ganz am Rande. Wie gesagt, Widder ist jetzt wieder, Mars ist wieder im Widder, und das macht ihn extrem kraftvoll. Wir haben ihn noch jetzt im Nakshatra, und die Nakshatra sind eine Spezialität der vedischen Astrologie, es sind die Mondhäuser. Der Mond wechselt im Grunde jeden Tag sein Haus, und da gibt es auch eine schöne Mythologie, ich möchte die jetzt hier gar nicht groß ausführen, aber es sind die 27 Göttinnen, die jede in ihrem Haus wohnt, und der Mond besucht sie sozusagen jeden Tag eine andere Göttin, und jedes Nakshatra hat eine andere Bedeutung, und das bringt auch noch eine viel tiefere Interpretationsmöglichkeit mit sich in der vedischen Astrologie. Also wir haben Mars im Nakshatra Ashwini. Ashwini ist dieses Zwillinge, dieses doppelköpfige Pferd, und da geht es ganz stark um Heilung. Ich habe schon davon gesprochen, wir befinden uns aktuell in einer extremen Heilungsphase. Wenn du gerade extrem müde bist, erschöpft bist, extreme Symptome hast, vor allem auch im Bereich Kopf oder auch mit dem Herz ein Thema hast, dann kann das ganz gut sein, Kopfschmerzen hast, Unklarheit im Kopf hast, keinen klaren Gedanken fassen kannst. All das sind gerade Symptome dieser großen Transformation, die im Körper stattfindet. Sie findet nicht außerhalb statt. Diese neue Zeit entsteht in uns. Also wir haben Mars gerade noch in Ashwini, aber das verändert sich. Mitte Juli wechselt er das Nakshatra und wechselt in das Nakshatra Bharani. Und Bharani spricht, ich habe davon auch schon mal in einem meiner letzten Videos gesprochen, ist auch das Symbol der Gebärmutter, etwas Neues, das in die Welt kommen möchte. Und genau das erleben wir gerade. Und dieser Geburtsprozess ist schmerzhaft. Wir müssen uns neu orientieren, damit etwas ganz Neues in die Welt kommen kann.
Und das ist unter Umständen eben auch mit gewissen Prozessen hat das zu tun, die manchmal eben, ja, ihr wisst vielleicht, wenn er selber mal ein Kind geboren hat, da kommt man an den Punkt, da will man einfach nicht mehr. Aber es ist notwendig. Es ist notwendig, dass dieses Neue auf die Welt kommen kann, dass wir durch diesen Prozess gehen. Und es ist nicht nur schwierig, aber eben es ist gut, wenn wir vorbereitet sind und wissen, dass manches sich vielleicht nicht ganz so entwickeln kann, dass manches erstmal so das Gefühl haben, es bleibt stecken, es geht nicht wirklich vorwärts. Aber es ist alles, die geistige Welt sagt mir immer, es ist alles grünes Licht. Ihr braucht nicht in die Angst gehen, ihr braucht nicht denken, dass die Welt untergeht. Wir werden das rocken, das Ding. Und auch wenn das nächste halbe Jahr extrem holprig wird und die Menschen und die Seelen sich immer mehr entscheiden, ob sie in diese positive Realitätsspaltung hineingehen oder in diese negative, das ist in Ordnung. Die Sonne wechselt am 17. Juli ihr Zeichen. Sie geht von Zwillinge in den Krebs. Und der Herrscher des Hauses Krebses ist der Mond. Und der Mond spricht von Bewusstsein. Er spricht auch von dieser weiblichen Energie. Er spricht auch vom Kollektiv. Der Mond nimmt alle mit. Er steht, er ist auch dieses mütterliche Prinzip, der alle sieht. Und wenn die Sonne jetzt in Krebs wechselt, dann bedeutet das, dass auch das Kollektiv, dass alle Menschen sich immer mehr bewusst werden, natürlich immer nicht alle, aber sehr, sehr viele bewusst werden, dass wir, und Saturn wirft seinen siebten Aspekt direkt auf den Krebs, dass es hier Korrekturen braucht, dass wir Restriktierungen in unserem Leben erfahren haben, die letzten Jahre wissen wir ja alle, die nicht wirklich uns gedient haben und dass es dort jetzt eine Korrektur braucht. Und das bedeutet vor allem der Anfang im Grunde wirklich eines Aufstands, eines Art Bürgerkrieges, einer Revolution. Die Menschen lassen sich das nicht mehr gefallen, was die Regierungen ihnen vorgeben. Und das gehört zu dieser großen Transformation einfach dazu. Es ist ein wichtiger Schritt, wie wir diesen Weg gehen, ob wir in gewaltsam gehen, wie Mars, der jetzt ja gerade so stark im Widder ist und sagt, ich bin der Krieger, ich setze Waffen ein, es gibt ein Blutvergießen. Oder ob wir den anderen Weg wählen, das entscheiden wir. Und das ist so, so wichtig. Weil Feuer gegen Feuer wird niemals funktionieren. Auch in der Ukraine und mit den Russen nicht. Und egal, auf welcher Seite ihr steht, es ist niemals die Lösung, Feuer gegen Feuer als Lösung zu suchen. Ganz, ganz wichtig. Jupiter bringt seinen fünften Aspekt in den Krebs und bedeutet, er gibt auch einen positiven, lichtvollen Aspekt hinein in diese Transformation. Und die Sonne befindet sich in Nakshatra Punarvasu. Und Punarvasu ist im Grunde die Rückkehr des Lichtes. Wir haben jetzt den Neumond Ende Juni in dem Zeichen Zwillinge. Und wie gesagt, ich spreche von der vedischen Astrologie, da ist es anders als in der westlichen Astrologie. Und im Nakshatra Ardra. Und Ardra hat die Träne als Symbol. Das bedeutet, dass wir eben manchmal durch diese auch nicht so schönen Prozesse hindurch müssen. Und ich spreche auch so oft davon, dass gerade die Schmerzkörper bei den Menschen so getriggert sind. All diese Emotionen, die Wut, der Zorn, die Traurigkeit, die Depression in ihnen, all diese negative Emotionen sind jetzt so, so stark. Aber Ardra, diese Träne, ist auch das Symbol eines Diamanten. Und wenn wir durch dieses Tal der Tränen gehen und uns unseren eigenen inneren Prozessen stellen, unseren Ängsten stellen, unseren Gefühlen stellen, bereit sind sie zu fühlen, dann kann daraus dieser Diamant entstehen. So, so wichtig. Ardra war im Grunde dieser Sturm, der jetzt aufzieht, ein Symbol dafür.
Und die Sonne, die jetzt in den Krebs wechselt, spricht aber davon, dass die Dinge gut ausgehen, dass nach dem Sturm wieder das Licht kommt. Ihr kennt es bestimmt, draußen stürmt es, weht es, alles ist duster und dunkel. Und dann am nächsten Morgen ist diese Luft so klar und so rein und alles ist wieder so frisch. Und genau davon spricht auch die Sonne, die jetzt in den Krebs wechselt, die sagt, es ist, das Licht ist da am Ende des Tunnels. Vergesst es nicht, auch wenn es jetzt ein bisschen arg zum Ruckeln kommt. Und wie gesagt, ich habe schon bereits ein extra Video gemacht über das, was Ende Juli, im Grunde am 31.07. und 1.08. passiert. Und man darf das nicht immer nur genau auf diesen Tag beziehen, sondern das kann sich auch davor schon ein bisschen zeigen oder es zeigt sich oftmals auch erst danach. Aber es bedeutet, es muss sich auch nicht immer in nur einem Event zeigen. Es kann sich vielfältig zeigen. Aber dort haben wir eine Extreme. Und ich spreche zwar heute jetzt erstmal nur von Juli, aber diese Extreme steigern sich noch. Wir werden dann im August und September wird es Nachwirkungen haben und im Oktober wird es nochmal ganz intensiv und im November. Da kann sich nochmal alles, auch das Thema Krieg, nochmal intensivieren. Aber bereits jetzt, Ende Juli, 31.07., 1. August, haben wir diese außergewöhnliche und extreme Konjunktion von Mars, der im Widder ist und sozusagen extrem kraftvoll ist im Widder, weil es sein eigenes Herrscherhaus ist. Dann haben wir genau dort auf 24 Grad, trifft er auf Rahu und er trifft dort auf Uranus. Alle drei genau in der gleichen Gradzahl. Und das macht sie extrem explosiv. Rahu ist kein Planet direkt, es ist ein Schattenaspekt. Ich habe dazu auch schon ein extra Video gemacht. Schau dir das gerne an, wenn dich das interessiert. Rahu spricht von Extreme. Und in der Verbindung mit Mars bedeutet es, dass wenn wir Öl in Feuer gießen, was das Ganze noch extrem multipliziert und steigert. Und das findet zusammen statt mit Uranus. Und Uranus spricht auch von Extreme, spricht von unerwarteten, explosiven Events, oftmals Dinge, die von oben auch kommen. Auch von in dieser Kombination natürlich ganz stark auch das Thema Unfälle, Erdbeben, Überschwemmungen, die passieren können. Aber eben auch das Thema Krieg, das nochmal intensiviert werden kann und vielleicht nochmal in einer anderen Dimension erlebt wird. Vielleicht sogar, dass sich noch mehrere Länder damit involvieren. Das wäre möglich. Es muss nicht der Fall sein. Es kann auch viel anderes bedeuten. Uranus steht auch für unser höheres Selbst, für diesen Spirit, der sich plötzlich dann auch zeigen kann. Und Mars steht auch für das Licht und für das Feuer. Und das bedeutet, es kann auch zu einer, ich habe auch schon davon in dem anderen Video gesprochen, einer Erwachenswelle führen, im positiven Sinne. Und das bedeutet nicht, dass es entweder eine Erwachenswelle gibt oder sich vielleicht der Krieg intensiviert. Beides ist gleichzeitig möglich. Und deswegen sage ich, es ist so, so wichtig, dass du schaust, wo du dich ausrichtest, welche Seite du wählst, weil du bist vollkommen frei. Niemand auf der Welt gibt dir vor, wie du zu denken hast. Also wie du zu denken hast, geben dir Menschen vielleicht vor, die sagen, so, das sind unsere Strukturen. Aber was du daraus machst und wie du dich entscheidest und wie du wirklich die Dinge siehst, das entscheidest du und das ist so wichtig, dass wir diese Verantwortung und diese Entscheidung für uns treffen, dass wir uns nicht mehr sagen lassen, was für uns richtig ist, sondern genau darum geht es auch in dieser neuen Welt, dass wir alle unsere Einzigartigkeit entwickeln und leben und dabei eine Balance finden, obwohl jeder absolut einzigartig ist, führt das uns wieder zueinander und nicht voneinander weg, wie wir oftmals gelehrt bekommen haben. Wir haben unser ganzes Leben gelehrt, wir müssen irgendwie anderen zustimmen, wir müssen gleich sein wie die anderen, wir müssen der Herde angehören, damit wir akzeptiert werden. Und jetzt gehen wir in eine Zeit, die sagt, es ist genau andersrum. Ich habe auch, glaube ich, im Februar mal ein Video gemacht, wo ich über diese Umpolung in unserem Herzraum gesprochen habe, die jetzt passiert. Genau darum geht es, diesen Herdentrieb jetzt zu verlassen und sozusagen
an unserem eigenen inneren Navigationssystem zu orientieren und zu erkennen, dass wir einen ganz eigenen Weg wählen dürfen und der uns dann trotzdem wieder vollkommen zueinander bringt auf eine ganz andere Ebene, auf ein viel höheres Level. Darum geht es jetzt. Also wir erleben jetzt extreme Zeiten und etwas, was ich noch sagen wollte zum 7.7., weil dort findet mein neuer astrologischer Kurs statt. Und ich wusste das nicht, da befindet sich Jupiter genau gegenüber dem Mond. Der Mond, Jupiter ist in den Fischen und der Mond ist in der Jungfrau und ist im Nakshatra Hasta. Und Hasta wird vom Sonnengott Savitar geleitet. Und man spricht davon, er hat die goldene Hand, die das Licht sozusagen dem anderen in die Hand hineinlegt. Und das ist so, so schön, weil vedische Astrologie heißt im Sanskrit, im eigentlichen Namen Jyotish. Und Jyotish bedeutet die Wissenschaft des Lichtes. Und das hat mich so mega berührt, weil ich das Licht ein Thema ist in meinem Leben, die Spiritualität das größte und wichtigste Thema ist in meinem Leben und ich jetzt sozusagen über die Wissenschaft des Lichtes dort noch in eine viel tiefere Transformation kommen darf. Und wenn du das nutzen möchtest, das ist ein absolut super Aspekt, um etwas Neues zu beginnen, etwas Neues zu lernen, das dir dann dieses Licht eröffnet. Ja. Wie gesagt, wir gehen durch extreme Zeiten hindurch, aber bleib in einer positiven Ausrichtung. Es kommt noch viel mehr. Ich habe auch schon, wie gesagt, ein Video gemacht über das nächste halbe Jahr. Schau es dir gerne an, wenn es dich interessiert. Teile dieses Video gern mit anderen Menschen. Ich freue mich auf eure Feedbacks und wünsche euch von Herzen alles, alles Liebe. Namaste.